Hi Leute! Eigentlich wollte ich euch meinen Stash ganz anders zeigen, aber mein Stativ ist noch nicht da, sodass ich die Bilder nicht in die Kamera halten kann. Und man sieht mich also wieder von oben und mein Schlabbelpulli. Heute möchte ich euch meinen gesamten Vorrat, also Stash, an Teenie-Schnickschnack-Bildern zeigen. Da sind auch zwei Vips mit drin. Ein Bild, was schon vor meiner Detox-Challenge fertiggestellt worden ist, das haben eine Freundin und ich zusammen gemacht. Das war ein altes Mystery-Bully-Bild. Es bleiben noch 22 Bilder übrig, die ich euch heute zeigen werde. Und ich würde sagen, damit das Video nicht den ganzen Tag geht, legen wir mal los. So, das ist mein Detox-Büchlein. Das legen wir erstmal an die Seite. Wir fangen mit zwei Mystery-Bildern an. Das sind die neuen aus der Halloween-Reihe, die es letztes Jahr gab. Die lasse ich im Karton, weil wenn man die auspackt, dann würde ich euch etwas spoilern. Und nicht jeder hat die fertig gemacht, denke ich mal, weil so alt sind sie jetzt noch nicht. Daher Halloween-Bild 77 und 78 nur im Karton. Und dann geht's schon mit dem nächsten Bild weiter. Das ist das Pinguinbild mit 26 Farben, eckige Steine und 4 AB-Farben, also Aurora Borealis Steinchen. Das sind diese, die so schön mit einem Regenbogenüberzug behandelt sind, sage ich jetzt mal. Und wenn man die neben den normalen Steinen platziert, dann funkeln diese mit. Das ist also dieses Bild aus der Kooperation mit Mr. und Mrs. Panda. Dann habe ich natürlich auch den Fuchs. Als ich mich entschieden habe, den zu kaufen, gab es den aber nur noch in Rund. Das macht bei der Qualität von Teenie Schnickschnack aber gar nichts. Mir ist es persönlich auch egal. Ich lege zwar präferiert und am liebsten eckige Steine, mir macht es aber auch überhaupt nichts aus, zwischendurch mal runde Steine zu legen. Und ich habe sowieso nicht so viele runde wie eckige Steine. Ist nur jedes vierte Bild ungefähr dann immer eins mit runden Steinen und dann macht es mir auch richtig Spaß. Das ist also dann der Fuchs. Ich glaube, ich habe die, wenn ich euch das so zeige, alle falsch rum. Darum zeige ich euch das auch nochmal richtig rum. Und dann drehe ich die Bilder lieber immer, damit ihr die dann auch einmal richtig rum sehen könnt. So, mit dem Ausleuchten, das ist jetzt auch immer so eine Sache im Winter. Ich habe eine Lampe hier hinten stehen, die das Ganze ein bisschen ausleuchtet. Ich kann sie ja auch mal bewegen, um zu gucken, dass Licht ein bisschen besser wird, so vielleicht. Und das ist dann halt das Bild mit runden Steinen, mit 30 Farben. Und ebenfalls von Mr. und Mrs. Panda. Dann haben wir hier nochmal ein Bild von Teenie Schnickschnack mit Mr. und Mrs. Panda. Also ich habe alle drei Bilder, die es gab, auch gekauft. Das ist das Adventsbild, ebenfalls mit eckigen Steinen. Das hat ganze 35 Farben und 3 AB-Farben. So, dann haben wir hier, man erkennt zum Glück nicht so viel, eins der allerersten Mystery-Bilder mit eckigen Steinen. Das Bild ist die Nummer M143. Und das müsste 23 oder 24 Farben haben. Eckige Steine, noch ein Riesenraster drauf. Mache ich trotzdem, kann lustig werden. Dann nochmal eins der Mystery-Bilder aus der ganz alten Serie. Und zwar die M482. Also man erkennt zum Glück gar nicht, was das werden soll. Das hat, ich meine, irgendwas zwischen 18 bis 20 Farben. Das sind 4, 8, 12... 16, 20 Farben und dann noch ein drittes davon. Und zwar gab es das mal im Dreier-Set und dann habe ich pro Bild 20 Euro bezahlt und darum habe ich die noch da. Das ist die M333. Man sieht ungefähr die gleiche Anzahl an Farben. Die hatten so zwischen 18 und 23 Farben, die Bilder. Alles eckige Steine. Ja, das dazu. Dann ist hier eins der ebenfalls neuen Bildern. Aktuell im Shop sogar reduziert, weil Halloween vorbei ist. Also wenn euch dieses Bild gefällt, dann würde ich noch zuschlagen, weil es gerade im Sale ist bei ihrem Shop. Ein Wichtelbild, das hebe ich mir für den November oder für Drills and Chills, also beziehungsweise das Event Bora und Schüttelfrost nächstes Jahr auf. Ich werde es mal umdrehen, weil das Bild, was jetzt kommt,
Das möchte ich euch nämlich noch gar nicht ganz zeigen, weil das ja zu meiner Detox-Challenge im Januar gehört. Aber es ist der Pink Dragon, den ich euch im ersten Video vorgestellt habe mit den AB-Farben. Und wie weit ich jetzt bin, zeige ich euch nicht. Das seht ihr nämlich im Februar, wenn ihr mein, wie sagt man, Review of the Month, also die Review des Monats bekommt für den Monat Januar. So, den kann ich euch ruhig zeigen, weil da ist nicht viel passiert. Da bin ich immer noch da oben. Das drehe ich euch jetzt auch mal wieder passend und schiebe es mal durchs Bild. Also das ist die Flamingo Queen. Da bin ich so weit. Lege ich eventuell weiter diesen Monat, eventuell aber auch nicht, weil ich ja den großen Buddha auch noch auf dem Tisch zu liegen habe. Und ich gehe mal davon aus, dass die mit in den Februar geht und dann gar nicht weiter bearbeitet ist. Darum kann ich die jetzt euch auch so zeigen. Und dann schiebe ich sie mal rüber. Schwupps, da kommt auch schon das nächste Bild. Keksi! Sehr geliebt, leider nicht mehr erhältlich. Ich habe Keksi zu Weihnachten bekommen und bin super glücklich darüber. Das ist ein Bild mit runden Steinen. Eckig gab es nicht mehr, ist mir aber völlig egal bei dem Motiv. Das hat 4 AB-Farben, 57 Farben, also richtig, richtig krass. Ist ultra bunt. Ich drehe es euch nochmal richtig rum, damit ihr es in aller Pracht sehen könnt. Ich hole euch mal das Motiv hier im Ausschnitt immer an. Da ist er. Das ist auch ein Bild mit Sandrietta AI zusammen. Und ja, darauf freue ich mich richtig. Der wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch gelegt. Dann habe ich mir auch Blacky gegönnt, weil er AB und Metallic-Steinchen hat. Insgesamt 4 Sondersteinchen also. Das ist ein Bild, das super, super süß ist, aber auch super, super dunkel. Auch ein Künstlerbild mit Sandrietta. Die meisten Bilder, die ich hier auch habe von den neueren Bildern, sind alle lizenziert bei Teenie im Shop, was ich super finde. Dann nochmal ein Bild mit Sandrietta. Und zwar die Fantasy Lady 2 müsste das sein. Ich habe mich für diese entschieden und habe auch nur diese eine Fantasy Lady, weil ich liebe Bilder, die so Wasserfarben haben. Also Meeresfarben, würde ich mal sagen. Und dann diese ganzen Bubbles. Also ich habe eine absolute Schwäche für Bilder, auf denen Bubbles sind. Und für Bilder mit schönen Gesichtern. Und das Bild ist ja wohl wirklich der Hammer. Müsste auch aktuell noch im Shop erhältlich sein. Hier ist das. Ah, ein bisschen wackelig, Entschuldigung. Ich heb das Bild ja nach oben. So, das ist die Mrs. Fantasy. Die hat 60 Farben, also perfekt für einen Koffer. Und davon sind 5 AB, also Aurora Borealis Farben, diese Steine mit dem Regenbogenüberzug. Dann haben wir einmal Teenie Schnickschnack meets Asselworld. Und zwar ist das ein Künstlerbild von Nicole Jandl aus Österreich. Man findet ihre Werke auf asselworld.de, meine ich. Ist es DE? Weil das ist ja Österreich. Ich glaube, es ist .com. Also versucht mal beides. Ich folge ihr auf Instagram, darum habe ich mit der Website nicht so viel zu tun. Ich kriege nämlich alle Infos und alle Bilder von ihr auf Instagram zu sehen. Und ja, auch bei Tini, weil es werden noch ein paar Bilder mit ihr und Tini erscheinen. Also zumindest noch eine Jahreszeitenreihe. Sage ich euch mehr dazu, wenn ich bei dem Bild, was es betrifft, angekommen bin. Ja, das ist die Tini-Assel. Mit 39 Farben und 4 AB-Farben. Ach so, ich habe vergessen, euch zu sagen, wie es mit den Steinen aussieht. Und zwar Keksi war rund, das habe ich gesagt. Blacky ist ein eckiges Kit. Mit die Miss Fantasy ist auch ein eckiges Kit mit eckigen Steinen. Die Teenie-Assel hat auch eckige Steine. Da überlege ich, den ganzen Rand hier, den weißen, in AB zu legen mit weißen AB-Steinen, weil ich die Assel, nee, den Otterlieb-Kaktus fertig habe in derselben Größe und da ist der Außenrand mit AB-Stein. Und ich möchte, dass die zusammenpassen und überlege deshalb hier auch den weißen Rand in AB zu legen, in Voll-AB. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Dann habe ich hier ein ganz altes Schätzchen und zwar ist das noch aus der allerersten Charge. Das ist der Teenie Schnickschnack.
Cupcake, den ziehe ich euch auch mal richtig rum durchs Bild. So. Nächstes Mal muss ich halt überlegen, meine Sammlung komplett mal andersrum zu drehen. Beim Film, aber ich als Newbie, ne, ich gebe mein Bestes. Das Bild hat 37 Farben, davon 4 AB-Farben. Ich glaube, das war das allererste Bild von Tini, in dem sie AB-Farben hat einbauen lassen, weil in der Fantasy Shell, in den Mystery-Bildern davor und sogar in der Winter Bubble davor gab es noch keine AB-Farben. Und das müsste das erste gewesen sein, wo sie AB-Farben hat mit einbauen lassen. Zumindest was ihre ersten Chargen betrifft. Ja, das hat extrem viel Colorblocking hier und drum. Colorblocking bedeutet, wenn man eine Fläche hat, wo man die Farbe nicht wechseln muss. Ja, wogegen Konfetti halt ein Bereich ist, wo man die Farbe im Schiffchen ganz oft tauschen muss. Haben wir hier in dem Bild nicht so viel. Dieses Bild ist auch ein weiches Rendering. Das sieht man daran, dass es keine scharfen Kanten und Ränder in dem Bild gibt. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Das ist ähnlich wie die Flamingo Queen, an der ich gerade arbeite, eins meiner ältesten Schätzchen und wird daher auch nicht mehr so lange liegen. Ja, das dazu. Dann haben wir hier nämlich noch ein altes Schätzchen, in dem es zwar 50 Farben, aber nicht eine AB-Farbe gibt. Ja, das ist einmal die Fantasy Shell, so wurde sie genannt. Meine sogar, ich will mich nicht brüsten, aber ich meine, der Name Fantasy Shell, der stammte von mir. Tini hat nach Namen für das Bild gefragt und ich habe halt Fantasy Shell gesagt. Kann natürlich auch sein, dass mehrere die Idee hatten. Das ist ja jetzt kein unbekannter Name. Und ja, das ist das. Ich drehe es nochmal um. Also das ist ein Bild, was hier an der Stelle super konfettilastig ist. Da hat Tini auch selbst eine Weile dran gelegt. Aber das Endergebnis ist einfach Knaller. Und das sieht sehr künstlerisch aus. Und ja, wie ihr gemerkt habt, der Cupcake, der ist ja quasi lizenziert, weil das ist Tinis Symbol, Shop-Symbol. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Bild, was noch keine Lizenz hat, was aber trotzdem ein Premium-Kit ist und deshalb in meinem Stash bleibt und auch gezeigt und gelegt wird. Dann haben wir hier das Axolotl. Das habe ich mir in Voll-AB gekauft mit runden Steinen und auch schon fertig gelegt. Beziehungsweise das hat eine Freundin dann für mich gelegt, weil sie das so toll fand. Und ich selber habe mir den dann noch in Pastell mit eckigen Steinen gegönnt und lege mir den dann in eckig noch bei Zeiten. Wunderschönes Bild. Auch ein lizenziertes Künstlerbild, allerdings stand bei den alten Chargen die Künstlerin noch nicht mit drauf oder der Künstler. Deswegen weiß ich nicht, wer den süßen Axolotl gezeichnet hat. Seht es mir nach. Vielleicht finde ich es noch raus und werde es in die Infobox schreiben. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr, weil das Video wird heute schon online gehen. Ich drehe also quasi immer dann, wenn ich es hochlade. Da ich ja nicht schneide. Ich kann nicht schneiden, ich habe kein Programm dafür. Sollte ich an YouTube dranbleiben und das wirklich meine ganze Reise lang durchziehen mit dem monatlichen Film und dem wöchentlichen Film, wie ich es gerade mache, dann werde ich mir das natürlich aneignen, damit das Ganze ein bisschen professioneller wird. So, dann haben wir hier Fussel. Das ist ein Bild mit eckigen Steinen, aber die Besonderheit ist, es hat 30 Strassfarben. Also das ist ein weiteres Strassbild. Ich habe schon zwei Strassbilder von Tini gelegt, und zwar das Lama Lilly, wo mir zum Schluss auch eine Freundin geholfen hat. Ich hatte schon über die Hälfte fertig und sie hat dann den Rest gemacht. Ich habe nämlich eine gute Freundin, die ruckzuck paintet, und da stecke ich hin und wieder mal ein paar Bilder zu. Das werde ich aber während meiner Detox-Reise nicht machen. Also alle Bilder, die ihr in meiner Detox-Challenge seht, habe ich definitiv selbst gepaintet. Und zwar habe ich mir ja 80 Kits ausgesucht, die ich selber painte, und dabei bleibe ich auch. Also da wird keins irgendwie in die Kamera gehalten, was ich nicht selber fertiggestellt habe. Wenn meine Freundin eins gemacht hat und ich mal fertige Bilder zeigen möchte auf meinem Kanal, dann werde ich auch sagen, dass sie es gemacht hat. Jedenfalls ist das Fussel. Wenn man Strasssteine ausprobieren möchte, ist das euer Bild. Also wenn ihr noch nie mit eckigen Strasssteinen gearbeitet habt, dann ist der hier sehr zuvorkommend und
Es wird ein Knallerergebnis und könnte euch für das Legen von Strasssteinen dann begeistern. Ich lege ihn euch auch nochmal richtig ins Bild. Ich vergesse das immer, wie die Kameraperspektive ist, weil die Kamera fast höher hängt, als ich groß bin. So, das ist Fussel. Zip. So, dann haben wir hier wieder ein Bild von Asselworld, also Nicole Jandl. Und zwar ist es der Otter im Cocktailglas. Ich habe euch die Größen jetzt gar nicht so genannt von den Bildern. Also die meisten Bilder von Tini, so wie Fussel, sind 40 mal 60 groß, wenn ihr so eine längslängliche Form habt. Und die eckigen Bilder, so wie Miss Fantasy und Blackie und hier diese Tini-Assel, das sind 50 mal 50 Bilder. Dieses hier ist ein 50 mal 70 Bild und ich feiere das. Ich habe da auch Tini geschrieben und habe gesagt, ja, die Bilder sind spitze, aber wenn du die rausbringst, auf jeden Fall 50 mal 70. Und das hat sie auch selber gemerkt. Also da braucht sie jetzt nicht meine Expertise zu. Weil der Hersteller sagt dir schon, wie das passt, weil vor allen Dingen, weil du hier hinten so viele Details hast und die Bubbles hast. Und ja, das Bild hat 42 Farben, jede Menge AB-Farben und Neonsteine. Und ja. Schöne Details wie die Eiswürfel, Knallerfarben. Alles, was man hier in Orange sieht, zum Beispiel, ist eine Neonfarbe, das weiß ich. Hier habt ihr das Originalbild einmal da. So, ja, 50 mal 70 groß, eckige Steine, auch lizenziert. Freue ich mich auch mega drauf. Das wird ein super Sommerbild. Dann habe ich mir hier einmal die Asseltomi, meine ich, müsste das sein, ausgesucht. Mega interessantes Farbkonzept. Bevor ich das drehe, muss ich euch mal den Ausschnitt zeigen. Das ist hier. Wartet. Kommt das Licht so drunter, dann sieht man das nicht so gut. Da. Auch von Nicole Jandl, also Asselworld. Steht auch hier oben drüber. Ja. Jedenfalls, das Bild ist auch 50 mal 70, hat 52 Farben, davon 4 AB-Farben und ja, ist einfach mega hübsch. Also die Asselworld-Bilder, die habe ich fast alle, wie man sieht. Außer die digital gezeichnete Assel, die nicht. Da war ich noch kurz am Überlegen, ob ich die meinem Vorrat noch zufügen soll, bevor ich mit der Challenge beginne. Habe ich dann aber gelassen, weil 80 Bilder ist mehr als genug, ne? Wenn ich dran denke, dass die liebe Lisette 53, nee, ich meine 52 Bilder in ihrem Stash hatte, also auf Lager, und schon seit 26 Monaten daran paintet und schneller ist als ich, weil wenn ich schlaflos bin, dann stehe ich nicht auf und painte, sondern dann bleibe ich einfach liegen und wälze mich im Bett. Dann wird man natürlich auch nicht fertig. Und ich painte nur tagsüber oder mal in den Nachtschichten auf der Arbeit. Da darf ich das auch, wenn ich meine Arbeit erledigt habe, natürlich. Nie einfach ablenken lassen und dann painten. Das kommt nie gut. Jedenfalls, das ist das letzte Bild von Asselworld, also Nicole Jandl. Das sind die Fledermäuse in Love. Ich bin mega verliebt in diese Magnolien. Viele haben das nicht gekauft, weil sie die Fledermäuse nicht genau sehen. Also hier sieht man ganz deutlich die eine und unter dem Flügel hier unten drunter sitzt die andere. Das ist aber auch irgendwie so das Bild. Also das muss so sein. Ich zeige euch hier nochmal das Originalmotiv. Hier könnt ihr es sehen. Oder auch nicht, aber könnt ihr auch googeln sonst oder mal auf ihrem Instagram auf Asselworld vorbeischauen. So, und das ist auch 50 mal 70 groß und auch schon das letzte Bild in meinem Teenie Stash. Und ja, mega bunt, mega sommerlich, super schön. Also ich würde das eher so ins Frühjahr einsortieren. Das würde ich fast schon in Richtung Herbst einsortieren. Das gibt mir so Kirschblüten-Vibes. Und das hier würde ich definitiv in den Sommer einsortieren. Ja. Dann haben wir hier also die Bilder so ein bisschen nach Größen sortiert. Die sind alle so 40 mal 60, die vier, die jetzt kamen. Dann haben wir hier ein paar 50 mal 50 Bilder. Die Flamingo Queen, die hat noch ein ganz witziges Maß irgendwie mit, die hat nämlich 46 mal 60 Zentimeter. Die wird wahrscheinlich in keinen handelsüblichen Rahmen passen. Oder man nimmt halt 50 mal 70 Rahmen. Ja, dann halt der Drache und das Mystery, was mir den Drachen gerade abdeckt. Nee, das Halloween-Bild. So, jetzt kann ich das aber runternehmen.
Ja, dann noch ein Mystery und die drei Mr. und Mrs. Panda Bilder. Und noch zwei Mysteries. Da weiß ich allerdings nicht, weil ich eh mein Stash of 80 runtergebrochen habe, ob ich beide machen und behalten werde, weil ich habe eins davon gesehen, das gefällt mir nicht so gut und das werde ich eventuell verkaufen. Ja, werdet ihr dann im Laufe meiner Detox-Reise sehen. Das war's eigentlich mit meinem Stash aller Teenie-Schnickschnack-Bilder, die ich habe. Wie ihr seht, gibt es da noch eine ganze Menge zu tun. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Das könnte schon nächste Woche Dienstag ungefähr sein, wenn nicht sogar eher, wenn ich Lust habe. Ja, Ende des Monats, beziehungsweise Anfang Februar, gibt es ja auf jeden Fall die Review zum Monat Januar, was ich alles weggepaintet habe. Und vielleicht können wir sogar schon in meinem Stash-Detox-Buch eins der Kästchen wegstreichen. Da zähle ich nämlich von 80 auf 1 runter. Und ja, dann habe ich halt noch das Belohnungssystem. Es ist alles nur so für mich dahin gekritzelt, so nebenbei auf der Arbeit habe ich das gemacht. Aber es erfüllt seinen Zweck. Es ist jetzt nicht so hübsch wie bei anderen, die Journals machen. Aber man kann halt sehen, immer wenn ich 5 fertig habe, darf ich mich belohnen. Und ich werde auch noch eine Seite bzw. ein Video für das Buch machen, in dem ich das Buch ein bisschen erkläre und meine Challenge. Und ich werde auch noch aufschreiben, mal so Vornotizen machen, womit ich mich denn belohnen möchte, immer wenn ich 5 Bilder fertiggestellt habe. Jo, das war's zum Stash-Auftakt, also zum Vorrat. Ich übersetze das Wort immer für meine liebe Tante. Stash bedeutet einfach, was du auf Lager hast, dein Lager, dein Vorrat an Bildern. Und WIPs sind halt Bilder, die angefangen, aber noch nicht fertig sind, also Work in Progress. Und AB-Steine sind Aurora Borealis-Steine, die haben so eine Glitzer. Überzug drauf, wie man hier oben so vielleicht ein bisschen im Drachenbild erkennt. Die bringen das Bild einfach ein bisschen mehr zu glitzern. Ja, werde ich immer dann genau darauf eingehen, wenn ich euch mal fertige Bilder zeige. Und dann war es das für heute. Ciao!